Während IB und Basel wieder versuchen, ins Meisterrennen einzusteigen, gelingt das am FC Zürich nur halbwegs, denn man verlässt den letzten Rund heute mit einem 0:0 gegen den FC Thun. Ja, also wichtig ist, dass die Mannschaft bereit ist, Aufwand zu betreiben. Und wir haben, ich denke, heute mal die zu Null. Zu Null steht auf dem Papier und das ist wirklich das Positive. Wir haben uns fest vorgenommen, heute mal keine überzukommen, weil wir haben in der Vergangenheit in diesen 7 Spielen GC Lohnien weg, da haben wir ja zu Null gespielt, haben wir 14 Gegengol bekommen, das heisst 2 Goal pro Spiel und du kannst einfach nicht immer 3 Goal schiessen. Also von dort her ist heute wichtig, dass wir wirklich mal die Null können heben. Vielleicht ist das halt auch auf Kosten von der Offensive gewesen, aber ich denke, wir haben doch die ein oder andere Aktion gehabt. Und ich meine, in dieser Situation, wo wir uns im Moment befinden, da muss man einen Haufen Aufwand betreiben und man muss auch das Gefühl haben, dass man dann auch gerade belohnt wird. Also ich denke, wir müssen schauen, dass wir über mehrere Spiele den gleichen Aufwand betreiben und dann werden wir auch wieder belohnt schlussendlich. Jetzt, wir sind ein wenig im Loch, aber die Mannschaft kämpft, die Mannschaft arbeitet, die Organisation bleibt und heute ein Punkt in dieser Bedingungen ist ein guter Punkt in dieser Zeit für uns und besonders gegen FCZ. Das ist immer interessant, einen Punkt auswärts zu holen. Ja, nicht geklappt, leider, weil ich denke heute von der Mentalität von der Mannschaft, unser Spiel war gut, nur Ergebnis, finde ich, nur ein Punkt zu Hause ist immer, in meiner Meinung, ein schlechtes Resultat. Aber ja, wir sind auf einem guten Weg. Ich denke, das ist wichtig, dass auch mit meiner vierten Kette und dem Torwart, wir haben kein Tor gekriegt. Das war heute auch wichtig. Was man heute in der Offensive nicht standgebracht hat, das versuchen wir dann eben am Samstag. Dann spielt man nämlich bereits schon wieder im letzten Rund. Auf dem Rasen trifft man dann gegen IB. Also sind wir ehrlich, im Moment ist jede Mannschaft nicht einfach für uns, in der Verfassung, wo wir sind. Ich denke, wir müssen IB am Samstag einfach unter Druck setzen und all die Sachen müssen wir machen. Wir müssen einfach die 3 Punkte holen. Das ist das Wichtigste. Ja, der Oli hat das richtig gesagt. Momentan denke ich, müssen wir vor allem auf uns schauen, auf unser Spiel. Wir müssen schauen, dass wir wieder unsere Qualitäten ausspielen können. Ja, es wird sicher nicht einfach gegen IB, ist klar. Wir versuchen auch dort sicherlich wieder zu null spielen. Und offensiv sind wir immer gut für ein Goal, auch wenn es momentan nicht genau aussieht oder nicht so optimal läuft. IB, wir können nicht IB. IB ist zu schlagen und wir werden sie schlagen. 3 Punkte gegen IB, dann hat man aus 2 Spielen 4 Punkte mitgenommen und dann kann man mit einer neuen Motivation dann schon bereits auf Rumänien fliegen.